Ja, herzlich willkommen zum NOZ Video Live Chat. Heute nicht als Chat, sondern als NOZ Video Live Talk, weil wir haben die Gunst der Stunde genutzt und einen Besuch auf dem Spargelhof Havikhorst in Wallenhorst Hollage genutzt, womit wir schon mitten im Thema sind. Es soll um die Spargelernte gehen, um die prekäre Situation der Spargelbauern und Saisonarbeitsbetriebe und speziell auf dem Hof Havikhorst wollen wir heute über das Thema reden. Dazu darf ich begrüßen einmal den Gastgeber, Heiner Havikhorst, Spargelbauer und Gesellschafter der Hof Havikhorst GbR in Wallenhorst-Hollage. Korrekt. Herr Havikhorst, ja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Dann haben wir auch zu Gast Christiane Fern, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Osnabrück. Herzlich willkommen. Dann geht es weiter mit Lars Helmos, Vorstand der Maßarbeit des Landkreises Osnabrück, und Dr. Matthias Mittelberg, Bundestagsabgeordneter der Stadt Osnabrück, aber auch zuständig für die Gemeinde Wallenhorst, unter anderem auch die Stadt Georgsmarienhütte und auch Initiator dieses heutigen Treffens, kann man sagen. Bevor wir jetzt vielleicht in das Thema einsteigen, Herr Havikhorst, sind ja ein vielseitiger Unternehmer, sind in der Eventbranche tätig, aber eben auch als Spargelbauer und betreiben ja schon seit längerer Zeit den Spargelhof. Und vielleicht zur Einführung in das Thema, schildern Sie uns doch vielleicht erstmal, wie ist es 2019 gelaufen, die Spargelernte, wenn Sie mit unter ganz normalen Voraussetzungen? Ich weiß nicht, die ganz normale Spargelernte verläuft harmonisch in der Regel. Wir sind ein kleiner Betrieb mit 10 Hektar und haben 15 Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, vorwiegend aus Rumänien. Das hat im letzten Jahr und im vorletzten Jahr relativ gut funktioniert. Kriegen auch, ich sag mal, 90% der Belegschaft jedes Jahr wieder. Der ein oder andere wechselt aus beruflichen Gründen und privaten Gründen. Das sieht dieses Jahr natürlich wieder ein bisschen anders aus. Dank der Corona-Krise haben wir natürlich nicht den Luxus, auf die rumänischen Arbeitskräfte zurückgreifen zu können, da wir jetzt eine Regelung zurzeit noch haben und die Leute nicht einreisen dürfen. Sagen Sie mal 2019, mit wie vielen Saisonarbeitskräften haben Sie da gearbeitet? Jetzt wir haben 15 Saisonarbeitskräfte, ja, in der Regel, plus minus 2, 3, je nachdem wie der Bedarf ist. Das ist ab und zu unterschiedlich, wir haben mal einen Hektar mehr oder mal weniger. Aber ansonsten reicht das für die Spargelernte für uns aus. Und die Spargelernte ist im vergangenen Jahr auch im April losgegangen, in der Regel dann, oder? Ende März auch schon. Ende März. Und vom Volumen her, was können wir uns so an Ertrag vorstellen? Die Spargelernte, wie groß ist die? Ja, wir haben Hof jetzt? Ja, das ist sehr unterschiedlich, aber ich sag mal, 5 Tonnen pro Hektar muss man sich schon mal vorstellen. Also bei 10 Hektar sind das 50 Tonnen Minimum, die geerntet werden müssen von diesen 15 Mitarbeitern, die nicht alle ausschließlich jeden Tag auf dem Feld sind. Die wechseln sich ab und sind in der Halle am Arbeiten. Da wird sortiert, aufbereitet, geschält, so dass sie nicht immer nur am Stechen sind. Also man kann davon ausgehen, dass jeder Stecher zwischen 5 und 7 Tonnen in der Saison erntet. Mhm. Gut, jetzt ein Jahr später, 2020, sieht die Welt total anders aus. Wo haben Sie im Moment die größten Bauchschmerzen, wenn Sie an die Spargelernte 2020 denken? Also für die Spargelernte 2020 haben wir ein Riesenproblem, weil uns die ganze Gastronomie erstmal schon mal wegfällt. 40% unserer Ernte wird in der Gastronomie verarbeitet. Die brauchen wir schon mal gar nicht ernten, also brauchen wir da auch keine Erntehelfer für im Moment, so wie das aussieht. Ich hoffe, dass das sich nochmal wieder ändern wird, aber das müsste dann auch in den nächsten 3 Wochen passieren spätestens. Mhm. Weil danach sind die Flächen nicht mehr zu beernten, die wir jetzt nicht fertig bereitstellen dafür. Ja, das größte Problem ist wirklich, dass wir unsere angestammte Mannschaft nicht bekommen können und dementsprechend halt eben nicht die Qualitäten und auch nicht die Mengen ernten werden, die wir haben müssen. Das heißt aber für den Start, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn es nächste Woche losgeht, die Spargelernte, sind Sie erstmal mit Kräften ausgestattet, aber genau, auf Sicht hin wird es eng. Wenn ganz genau so ist das. Wir haben jetzt zurzeit die ersten Leute hier und wir können den ersten Spargel ernten, der unter Verfrühung ist. Das ist kein Problem, das schaffen wir so, aber dann, wenn die richtige Haupternte losgeht, werden uns Leute fehlen, ja. Das heißt, Sie haben die ersten Leute hier, die aus Polen. Polen. Ja, polnische Mitarbeiter, weil es da keine Beschränkung gibt, keine Reisebeschränkung, keine Einreisebeschränkung.
Die kommen auch, die sind auch gewillt, die wollen auch. Es ist nicht so, dass die jetzt Angst, also jedenfalls unsere Leute nicht, Angst haben zu kommen aufgrund des Corona-Infektionen. Ja. Also das funktioniert noch. Das sind wahrscheinlich aber auch Arbeitskräfte, die Sie schon seit Jahren immer wieder... Genau, das sind Stammkräfte hier am Hof, ja. Okay. Aber auf Sicht heißt es dann, wenn Sie sagen, rumänische Arbeitskräfte, wo die Grenzen dicht sind... Wenn sich da in den nächsten 2-3 Wochen nichts tut, ich sag mal, spätestens 2 Wochen, werden wir die größtenteils ersetzen müssen durch inländische Arbeitskräfte. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das bedingt funktioniert. Wir haben also eine sehr hohe Bereitschaft der Leute signalisiert bekommen, die gerne arbeiten möchten. Man muss dann einfach nur mal gucken, wie lange die auch das machen können. Studenten haben jetzt, fangen verspätet an mit dem Semester. Ursprünglich war, glaube ich, 20. April angesagt. Das hat sich wohl jetzt hinaus dividiert auf den 31.05. Und dann sind die für uns sicherlich auch adäquat einsetzbar, wenn sie es denn wollen. Gut, wie das möglich ist, da kommen wir gleich nochmal inländisch drauf. Vielleicht erst nochmal, lassen Sie uns nochmal bundesweit die Spargelbauern und die Saisonarbeitsbetriebe in den Fokus nehmen, Herr Mittelberg. Herr Habeckhorst, ich habe Ihnen jetzt nicht so verstanden, dass Sie in der Existenz bedroht werden. Ja, vielleicht sogar doch. Eine ganze Menge werden geplagt von diesen Sorgen, Herr Mittelberg. Und bevor wir jetzt konkret hier auf die Stadt und den Landkreis Osnabrück und die Region mal eingehen, können Sie uns mal so einen Überblick geben, wie es bundesweit zu diesem Thema aussieht. Ja, also wir haben natürlich jetzt einfach wirklich eine ganz besondere Situation. Also diese Corona-Krise ist einfach eine Situation, vor der wir so noch nie gestanden haben. Das ist wirklich einmalig und deswegen ist es jetzt auch gar nicht so einfach für viele mit dem Thema umzugehen. Der Habeckhorst ist jetzt getroffen eigentlich an zwei Seiten. Einmal, weil er Spargelbauer ist und zum anderen auch, weil er einen Restaurantbetrieb hat, den wir jetzt einfach mal eben so dicht gemacht haben, muss man so zu sagen. Das ist auch das andere Thema, wie man eben mit solchen Restaurantbetrieben in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen umgeht, ob man da auch moderate Möglichkeiten, ich sag mal, der Eröffnung und andere Dinge macht. Dann wird es zwar keine Familienfeiern oder großen Feiern geben, aber ein eingeschränkter Betrieb, darüber sollte auch nachgedacht werden, weil die Tische weit auseinander stehen oder anderes, einfach um die Folgen abzumildern. Da denken wir in Berlin, Entschuldigung, ich unterbreche immer wieder, sogar nachtäglich wahrscheinlich, aber glauben Sie denn tatsächlich, dass da Lockerungen nach dem berühmten 20. April möglich sein werden? Also jedenfalls wird es Veränderungen nach dem 20. April geben, aber ich will mich jetzt auch nicht an Spekulationen über alle möglichen Details. Da haben ja alle möglichen Leute tolle Ideen. Ich würde da jetzt nicht über Details spekulieren, sondern das muss alles abgeklopft werden mit den Experten, mit den Virologen, mit dem RKI vor allen Dingen, die Bundesregierung auch beraten. Und da werden die verschiedenen Möglichkeiten und Alternativen auch abgeklopft. Und das geht auch das Thema, betrifft auch das Thema, unser Thema Erntehelfer. Zunächst mal ist die Grenze, sage ich mal, oder die Einreise von Erntehelfern aus Rumänien insbesondere, das ist ja vor allen Dingen auch die Klientel, die uns hier beschäftigt in Deutschland, die den größten Teil der Erntehelfer ausmachen, ich glaube 60% etwa kommen aus Rumänien. Da sind im Moment die Grenzen geschlossen. Das liegt aber nicht nur an dem Erlass von Minister Seehofer, sondern es liegt auch einfach daran, dass die Erntehelfer zuletzt durch Ungarn und Österreich einfach nicht mehr durchkamen. Auch da wurden die Grenzen geschlossen, also es ist im Grunde genommen einfach ein Faktum. Viele Personen aus Polen, die Erntehelfer sind, könnten kommen, wollen aber vielfach nicht mehr kommen. Auch weil sie fürchten, wenn sie zurückgehen, müssen sie in Quarantäne und anderes. Da sind die Grenzen nicht geschlossen, jedenfalls nicht für die Polen Richtung Deutschland. Die könnten kommen, wollen aber nicht mehr kommen. Sodass wir das Problem, ich sage mal, Probleme unterschiedlicher Qualität haben. Also wir können jetzt keine Leute mehr überreden, die nicht kommen wollen. Das heißt, da werden wir bestimmte Lücken haben bei den Erntehelfern. Und bei dem Thema, wie gestaltet sich das in Zukunft jetzt mit Erntehelfern aus Rumänien, wird man darüber nachdenken müssen, ob man, ich sag mal, zu ergänzenden oder moderaten Lösungen kommt. Weil ich auch sehe, dass das Bedürfnis bei den Landwirten da ist, dass sie einfach einen gewissen Anteil qualifizierter, eingearbeiteter Kräfte brauchen. Das ist so. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch mal schon der Frage zuwenden, können wir nicht auch mit anderen Methoden hier einen Teil des Problems lösen? Und da hat die Bundesregierung schon mal 3 Maßnahmen jetzt in die Wege geleitet. Das eine ist, die als Saisonkräfte schon hier sind, dürften nach bisheriger Lage 70 Tage höchstens arbeiten, dann müssten sie wieder zurück und gegen andere ausgewechselt werden. Wir haben diese Frist jetzt auf 115 Tage verlängert, die können also länger bleiben. Möglicherweise verlängern wir das auch nochmal.
Zweiter Punkt, es ist dieses Portal eingerichtet worden, das Land hilft, das ist ein Internetportal, wo sich die Betriebe melden können, die Arbeitskräfte suchen und wo sich alle, ich sag mal, möglichen helfenden Hände melden können. Also alle, die an zusätzlicher Arbeit interessiert sind oder beispielsweise Studenten, die wegen Auslandssemester jetzt nicht raus können oder anderes. Da gibt es mittlerweile über 40.000 Personen, die gesagt haben, ich bin an einer Tätigkeit interessiert in der Landwirtschaft und fast 800 Betriebe, die sich gemeldet haben. Also dieses Portal läuft tatsächlich gut an und zeigt Erfolge. Und der dritte Punkt ist, wir haben gesagt, alle Menschen, die jetzt in Kurzarbeit müssen, was ja, ich sage das mal ganz offen, eine ziemlich beschissene Situation ist, sie kriegen nur noch 60% ihres Netto, die haben die Möglichkeit, in existenzwichtigen, systemwichtigen Betrieben hinzuzuverdienen, und zwar bis zur Grenze ihres bisherigen Lohns. Also die können praktisch ihren Lohn voll auffüllen und können das durch diese Nebentätigkeit machen, und auch alle die sind aufgerufen, ich sage das mal, diese Möglichkeit jetzt zu nutzen. Gut, und dann kommt natürlich an dieser Stelle auch die Agentur für Arbeit und die Maßarbeit des Landkreises ins Spiel. Frau Fern, inwieweit kann denn die Agentur für Arbeit in Osnabrück konkret einem Unternehmen wie dem Hof Habeckhorst helfen? Woran denken Sie dann? Ja, da muss ich ausholen. Die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, die hat in der letzten Woche einen Kooperationsvertrag mit der Landwirtschaftskammer, also der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer, unterzeichnet. Und alle Agenturen und alle Jobcenter in Niedersachsen-Bremen werden eine Unterstützungsleistung, eine Serviceleistung anbieten, dergestalt, dass wir natürlich Kontakt zu den Betrieben aufnehmen. Und das habe ich jetzt auch am Montag gemacht, also vorgestern, und mit der Landwirtschaftskammer hier in Osnabrück. Da habe ich heute eine Nennung von 14 Betrieben bekommen, die 250 Saisonkräfte suchen. Wie viele Betriebe dieser Art haben wir hier in der... Wir haben insgesamt 120 Betriebe, die Landwirtschaftskammer in Osnabrück betreut, aber nur 12 Betriebe davon waren jetzt auch waren bereit, ihre Stellenangebote unserer Jobbörse zur Verfügung zu stellen. Und dann haben wir noch 9 weitere Stellenangebote gefunden auf der zitierten des Jobportals, das Land hilft. Aber es gibt auch mehrere Jobportale, unter anderem auch die Agrar-Jobbörse. Da haben wir auch einen Arbeitgeber gefunden, der ist auch bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, und diese Stellenangebote, die werden wir jetzt aufnehmen, werden die natürlich sowohl den beiden Jobcentern in Stadt und Landkreis dann zur Verfügung stellen. Und wir wollen natürlich erstmal mit unserem Bestand an arbeitslosen Menschen, die wir ja jetzt haben, die werden wir auf diese Stellenangebote hinweisen. Das sind also nicht nur Arbeitslose, sondern auch Arbeitssuchende. Und da auch die Personengruppe Studenten, Schüler, die zitierte Personengruppe von Kurzarbeitern, aber auch sonst vielleicht freiwillige Bürger und Bürgerinnen, die sich gerne jetzt in dieser bestimmten oder ich sage jetzt mal in dieser Saison gerne bereitstellen und zur Verfügung stellen, um hier mitzuhelfen. Und dazu schalten wir in der nächsten Woche dann eine Hotline an die Bürger und Bürgerinnen von Stadt und Landkreis Osnabrück. Also wer sich hier freiwillig meldet für die Saisontätigkeit und bei der Ernte eben halt hier in Stadt und Landkreis zu helfen, der kann sich an uns wenden. Und wir würden dann eben halt mit den zugelieferten Stellenangeboten, die wir dann bekommen, die würden wir dann vermitteln. Okay. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen tiefer. Vielleicht auch nochmal Herr Helmers, dass Sie ins Spiel kommen. Der Landkreis, die Maßarbeit, welche Arbeitskräfte, die Sie in petto haben oder Ihr Klientel, käme für die Spargelernte in Frage? Ja, auch wir haben natürlich ein Interesse daran, hier den regionalen Betrieben zu helfen, Unterstützung zu geben an der Stelle. Wir haben über die Maßarbeit vom Landkreis eben die Möglichkeit, einmal das Klientel aus dem Jobcenter sicherlich zu bedienen, wozu dann verschiedene Zielgruppen gehören, unsere Arbeitslosen, unsere Kurzarbeitergeldempfänger, die vielleicht aufstockende Leistungen nach dem SGB II beziehen, wo wir direkten Zugriff dann haben. Ja, aber ich weiß, umreißen Sie noch vielleicht mal das Anforderungsprofil, auch das Körperliche. Also wird immer so einfach gesagt, dann mache ich mal, ich habe jetzt Kurzarbeit, dann gehe ich mal schön aufs Spargelfeld und mache da was. Aber Sie haben ja schon andere Erfahrungen gemacht, dass manche Helfer schon am Ende des ersten Tages gesagt haben, auf Wiedersehen. Der Anforderungsprofil ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Selbst wenn sich einer körperlich fit fühlt, ist das eine sehr ungewohnte Arbeit, und
der Mann oder die Frau wird schnell feststellen, dass es eigentlich keine Arbeit ist, die sie gerne machen wollen. Weil es ist wirklich sehr, sehr, es werden Partien beansprucht, die man wahrscheinlich noch nie gespürt hat im Leben. Und nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen erst ist es so, dass man sich in der Lage fühlt, das so auszuführen, das Ganze, dass das auch langsam dann Spaß machen kann. Also ein Anforderungsprofil gibt es eigentlich nicht. Also man sollte, ich sag mal, zwischen 18 und 40 vielleicht sein. Alles da drüber und darunter ist eher schon problematisch. Ich glaube, dann ist man den Anforderungen vielleicht nicht so gewachsen, auch wenn man körperlich sich fit fühlt. Also ich habe das jahrelang selber gemacht. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Und ich bin mittlerweile über 60, also ich würde es nicht mehr machen können. Also dann nehmen Sie jetzt im Grunde den Rentnern da draußen alle Illusionen und sagen so, ich bin über 60, fühle mich körperlich fit und will wohl helfen da draußen. Hängt dann wieder vom Einzelfall ab wahrscheinlich. Ne? Auch das, aber genau das ist das Problem. Die Gruppe haben wir auch, die sich bei uns melden. Aber die werden nicht in der Lage sein, das über einen längeren Zeitraum 4-5 Stunden am Tag zu machen. Mhm. Frau Fern, der Kreis derer, eine Zahl hatten Sie gerade, glaube ich, noch nicht genannt. Wie viel kämen denn so aus Ihrem Klientenkreis jetzt in Frage, wo Sie sagen, das sind potenziell Arbeitskräfte, die wir in diese Spargelernte geben könnten? Da kann ich Ihnen gar keine Zahl oder eine Menge nennen. Wir haben es ja gerade gehört, also was die nächste Aufgabe sein wird, wenn wir diese Stellenangebote jetzt bekommen, wir werden ganz genau nach den Rahmenbedingungen fragen. Denn es ist ja so, Sie führten es gerade aus, man darf ja, glaube ich, auch nur zu einer bestimmten Zeit arbeiten. Ne? Denn der Spargel wird ja, glaube ich, in den frühen Morgenstunden auch, ist egal. Okay, also auf jeden Fall werden wir alle Konditionen abfragen. Also zu welchem Preis, also welcher Lohn, welche Rahmenbedingungen, wie kommt man aufs Feld? Also viele haben ja auch gar nicht ein Auto. Also das kommt ja auch noch hinzu. Also es sind bestimmte Arbeitszeiten, Sie sagten vorhin eingangs, also 5 Stunden müssten es schon sein, die man am Stück diese Tätigkeiten machen kann. Sie haben die Altersgruppe beschrieben. Also wenn ich das alles mal abziehe, dann ist, glaube ich, die Größenordnung nicht mehr sehr groß. Und ich kann von Erfahrungen aus den 90er Jahren berichten. Da habe ich in einer Agentur gearbeitet, die eine Hochburg des Spargels war. Und da haben wir früher 14 Tage Qualifizierungsmaßnahmen bewilligt, um zu lernen, wie man den Spargel sticht. Und das war immer schon eine große Herausforderung. Also während der Qualifizierungsmaßnahmen haben alle noch durchgehalten. Im Echtbetrieb war dann die Menge immer kleiner. Und das führte ja auch in den 90er Jahren auch zu dem Frust zu sagen, also mit inländischen Arbeitskräften wird das schwierig. Es gibt bestimmt einige wenige und jetzt auch gerade in der Zeit auch bestimmt viele Interessierte und Freiwillige, die kenne ich auch persönlich, die freuen sich schon drauf, auch in ihrer Kurzarbeit tatsächlich mal aus dem Büro mal aufs Feld zu gehen und unterschätzen möglicherweise die körperlichen Herausforderungen, aber gleichwohl, man muss es versuchen und wir helfen da und wenn wir Mensch und Arbeit hier zusammenbringen können, dann tun wir das gerne. Aber jetzt eine Größenordnung festzulegen, wie oft uns das gelingt, das wäre jetzt unseriös zu beantworten. Haben Sie wahrscheinlich auch nicht, Herr Helmers. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, wir müssen die Leute ganz gezielt ansprechen, auch ganz individuell. Dabei muss man zum einen die individuelle Lebenssituation des Einzelnen berücksichtigen, aber natürlich auch die gesundheitlichen Voraussetzungen, alles drumherum. Also da jetzt ein pauschales Matching jetzt schon zu machen über die EDV oder so, das sehe ich nicht, sondern wir müssen da gezielt auf die Leute zugehen und letztlich werden wir da auch sicherlich mit keinem Zwang oder Ähnlichem arbeiten, sondern das wirklich anbieten und ich glaube den Leuten anbieten, die für die es jetzt vielleicht eine willkommene Abwechslung ist in diesen Zeiten, so eine Tätigkeit durchzuführen. Und ich glaube, wir spüren ja im Moment an vielen Stellen trotz der schwierigen Situation viel Solidarität. Und ich glaube schon, dass da jetzt im Moment auch Leute dabei sind, die einfach motiviert sind und die gerne mit anpacken möchten und helfen möchten. Aber für Qualifizierungsmaßnahmen, so wie Sie es kennengelernt haben, ist ja jetzt keine Zeit. Ne? Das müsste man auch mit den, das wollte ich auch nochmal mit der Landwirtschaftskammer nochmal abstimmen, aber in der Tat, ich glaube ab 10., die meisten, die ich auf der Liste gesehen habe, die wollen und brauchen die Arbeitskräfte zum 10.04., da ist in der Tat nicht mehr so viel Zeit. Das wird eher das Learning by Doing beziehungsweise das Anlernen am Arbeitsplatz sein und damit kann man natürlich auch den Betrieben helfen, aber vielleicht lässt sich doch noch eine Qualifizierungsmaßnahme installieren. Wir müssen mal sehen.
Ja, aber ich weiß, eine kleine Einarbeitung wird ja ohnehin erforderlich sein. Wie gehen Sie mit völlig neuen Leuten um, die anfangen hier bei Ihnen? Also völlig neue Leute werden bei uns, kriegen als erstes mal eine Schulungs-CD in ihrer Landessprache. Da kann man schon mal im Groben das Ganze abschätzen oder stecken, wie das Ganze gemacht wird, wie ich das Messer zu handeln habe, wie ich den Boden aufkratze, wo sehe ich, wie der Spargel steht, wo der steht, wie die Arbeit grundsätzlich geht. Dann gibt es zusätzlich dann ein Videomaterial, wie arbeite ich mit Hilfsmaßnahmen wie Spargelspinne, also Geräte, die die Folie aufheben und den Spargel transportieren, sodass das körperlich, das Spargelstechen nicht mehr so schwer ist wie in den 90er Jahren. Da gab es diese Hilfe noch nicht. Das ist die erste Maßnahme. Dann gehen wir mit den Leuten aufs Feld, machen dann auf dem Feld eine Schulung. Da wird gezeigt, wie eine Spargelpflanze aussieht, was man alles beschädigen kann, wenn man das nicht fachgerecht macht. Und dann ja, wird, ich sag mal, wirklich geschaut, wie der Einzelne sich anstellt bei der Arbeit. Und das macht man dann über 2-3 Tage. Und dann sieht man auch eine Tendenz schon mal, kann der das überhaupt umsetzen oder nicht? Und dann kann man gucken, den kann ich gebrauchen, den kann ich nicht gebrauchen. Das bringt uns nichts, wenn die Leute nicht in der Lage sind, das umzusetzen und eigentlich mehr Schaden anrichten, als dass wir uns helfen. Aber 2-3 Tage geben Sie den Kandidaten schon. Also, ich meine, Sie als geschulter Experte sehen ja wahrscheinlich schon nach ein paar Stunden, ob das Zweck hat oder nicht. Ne? Korrekt, genauso ist das ja. So wird es sein. Ja. Herr Mittelberg, wenn Sie das jetzt alles so hören, Sie als der zuständige Bundestagsabgeordnete, haben ja vielleicht einen kleinen Masterplan im Kopf. Wie können Sie die Situation Spargelernte hier in der Region Osnabrück, wie kann man das in den Griff bekommen? Ich habe da keinen Masterplan im Kopf, sondern wir müssen uns jetzt mal alle der Lösung dieses Problems, was wir vor ein paar Wochen nicht vor Augen hatten, der müssen wir uns jetzt mal nähern. Und da muss man auch, glaube ich, das ein oder andere versuchen. Und ich fand auch die Bemerkung eben von Herrn Helmers sehr richtig. Jetzt muss man auch mal in dieser Situation ein bisschen zusammenstehen und auch mal ein bisschen Solidarität zeigen. Und jeder muss sich, glaube ich, ein Stück weit bewegen. Wir werden alle auf irgendwas verzichten müssen jetzt mal. Eine Zeit lang, der ein oder andere wird auch größere oder kleinere Einbußen haben. Wir alle werden uns irgendwie einschränken müssen und müssen auch ein paar Opfer bringen. Ich glaube, da müssen wir uns alle drauf einstellen. Und ich sag mal, wenn da Leute bereit sind und sich jetzt melden und sagen, ich bin bereit, da mitzuhelfen und zu arbeiten, ich glaube, dann sollte man diese Angebote in jedem Fall mal aufgeschlossen nutzen. Und dann ist ja auch darauf hingewiesen worden, wir haben hier durchaus noch Potenziale. Wir haben 2,2 Millionen Arbeitslose nach altem Stand der Dinge. Wir schicken jetzt über 2 Millionen Menschen in die Kurzarbeit. Also dass viele, die in der Kurzarbeit sind, da auch gar nicht in Frage kommen, alterstechnisch und sonst, das ist völlig klar. Aber auch da werden welche darunter sein. Wir brauchen ja keine 2 Millionen auf den Feldern. Sondern wir werden wahrscheinlich jetzt in den nächsten beiden Monaten, das sagen uns jetzt die Bauernverbände, die rechnen ungefähr damit, dass bei denen, die sich jetzt melden, bei denen über die Portale zusammenkommen, dass sie sagen, wir haben noch einen Bedarf von etwa 40.000 im Monat April und 40.000 im Monat Mai. Und ich glaube, solche Zahlen sind darstellbar. Dann kann man immer noch darüber reden, denke ich, wie unter ganz bestimmten Einhaltungen aller Hygienevorschriften eventuell noch Leute ins Land kommen. Aber ich würde jetzt erstmal sehen, dass wir auch alle Potenziale, die wir hier im Land haben, auch nutzen. Und wir haben, das haben Sie, Herr Helmers, glaube ich, eben auch angesprochen, wir haben schon auch unter den Geflüchteten, die zu uns gekommen sind, auch eine Menge junger Leute, auch sehr viele junge Männer, die also grundsätzlich, sage ich mal, geeignet wären, hier zu helfen. Und ich glaube auch, dass viele davon bereit sind, das zu tun. Also ich will das gar nicht so ansprechen im Sinne von, die treiben wir jetzt irgendwo auf die Felder, wie man manchmal dann als CDU-Politiker zitiert wird, sondern mir geht es auch darum, die Leute einfach anzusprechen, denen das als Angebot zur Verfügung zu stellen, zu sagen, seid ihr unter Umständen bereit, das zu machen? Und ich glaube, viele von denen sind bereit. Das sind mehrere hunderttausend in ganz Deutschland, fast 600.000, die eine Asylberechtigung haben oder die Asylbewerber sind, die aber hier arbeiten dürfen. Das ist ein relativ großes Potenzial und da sollten wir auch die entsprechenden Personen ansprechen. Da wird es in der Praxis dann Schwierigkeiten geben, wie Frau Fern sagt, haben die ein Auto, wie kommen die zur Arbeitsstelle, kann ich das organisieren? Und da müssen alle Beteiligten jetzt mal ein Stück weit aufeinander zugehen. Und wenn jeder sich ein Stück weit bewegt und sagt, es ist mir jetzt mal klar, dass es nicht genauso abläuft wie 2019, sondern es läuft jetzt mal ein bisschen provisorisch ab, ich glaube, dann können wir das Problem gelöst kriegen. Und was die Öffnung der Grenzen anbetrifft, da können Sie ja auch keine, das ist alles Kaffeesatzleserei. Wir müssen im Moment eigentlich
so wie viele Fußballvereine von Spiel zu Spiel denken, von Tag zu Tag bei Corona? Also ich glaube, was man sagen kann, nach letztem Stand der Diskussion, ist, dass es Gespräche gibt zwischen dem Bundesinnenministerium, zwischen dem Robert-Koch-Institut, zwischen dem Bauernverband und dem Bundeslandwirtschaftsministerium. Und man unterhält sich darüber, ob es bestimmte, unter ganz, ich sag mal, wirklich strengen Voraussetzungen des Infektionsschutzes und des Gesundheitsschutzes Möglichkeiten geben kann, ich sag mal, in einer bestimmten Größenordnung noch Saisonarbeitskräfte hier ins Land zu bringen, insbesondere aus Rumänien. Dazu werden Gespräche geführt und vor allen Dingen sage ich mal, für mich ist dann maßgeblich, was das Robert-Koch-Institut sagt und was der Gesundheitsschutz hergibt, denn unsere Prämisse muss sein, Infektionsschutz, Gesundheitsschutz muss gegeben sein. Also wir können jetzt nicht gewissermaßen alle Reisetätigkeiten im Land unterbinden und können den Leuten sagen, ihr dürft höchstens noch mit zwei People zusammenkommen. Gleichzeitig holen wir dann aber Hunderttausende von außen ins Land als Saisonkräfte und diese werden dann in Gemeinschaftsunterkünften mit 40, 50 oder 100 Leuten untergebracht. Also das geht natürlich alles nicht, sondern jetzt muss man sich mal unterhalten, wie kann man das in wirklich dosierter Form lösen, so ein Problem. Wir wollen den Landwirten helfen, wir wollen natürlich die Ernte sichern, wir wollen für die Nahrungsversorgung unserer Bevölkerung sorgen, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, jeder muss sich jetzt ein Stück weit bewegen. Auch die Landwirte müssen ein Stück weit erkennen, dass sie nicht alle ihre Saisonkräfte bekommen können wie in jedem Jahr, sondern dass sie einen Teil ihrer Kräfte in diesem Jahr auch rekrutieren müssen. Ich sag mal, aus dem Bestand derer, die hier zur Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehen oder vielleicht auch ein paar Studenten oder ein paar andere, die bereit sind, eben hier mitzuhelfen. Und ich glaube, dass man, wenn alle Beteiligten da an einem Strang ziehen, und das erkenne ich hier so gerade auch in der Region, dass das der Fall ist, dass wir das auch geregelt kriegen können. Ja, wie Horst, diesen Optimismus, können Sie den mittragen? Ja, absolut, überhaupt kein Problem. Also wir haben jetzt schon täglich 5 bis 10 Anrufe von Personen, die uns gerne helfen wollen. Und wir sondieren das Ganze und haben die dann auch für nächste Woche eingeladen, zum Teil mal hier vorbeizuschauen und dass wir uns mal zusammensetzen. Immer einzeln. Klar. Und das Ganze mal gucken, wie man bereit ist und ob man auch in der Lage ist, das durchzuführen, wie ich das eben schon gesagt habe. Uns hilft es wenig, wenn einer wirklich nur 3 Tage die Woche für maximal 10 Stunden was machen möchte, weil ihm die Decke auf den Kopf fällt. Das sind nicht die Leute, die wir wirklich gebrauchen könnten. Also wir brauchen schon Leute, die ein bisschen mehr bei der Stange halten, wenigstens 4, 5 Stunden, 5 Tage die Woche, morgens oder nachmittags oder wann auch immer, kontinuierlich kommen können. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Ich sehe das aber auch so, dass wir die Leute kriegen können, auch hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt oder als Studenten oder als Asylbewerber oder was auch immer. Die haben sich übrigens auch schon bei uns gemeldet. Also wir haben also schon ein relativ großes Potenzial an Leuten, die sich bei uns melden. Deswegen sind wir auch nicht gelistet auf anderen Listen und suchen welche. Aber lassen Sie uns noch mal konkret über Zahlen sprechen, wenn jetzt Interessenten da sind. Gerade klang ja schon an, dass ein Arbeitnehmer, der jetzt gezwungen ist, in Kurzarbeit zu gehen und jetzt Zeit hat und sagt so, hat keine Aufstockung möglicherweise und jetzt möchte ich mir noch was hinzuverdienen, der darf dann, das habe ich richtig verstanden, bis zu seinem ganz normalen Nettolohn hinzuverdienen. Genau. Und das wird in der Regel ja nicht allzu viel sein, was er dazu verdienen will. Ne? Er kann natürlich mehr hinzuverdienen, aber dann wird es auch auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Aber sobald das die Höchstgrenze seines letzten Entgeltes betrifft, dann wird es ja nicht anrechnen, dann wird es ja nicht angerechnet. Deswegen werden die meisten Kurzarbeiter interessiert sein, nur gewisse Stunden zu arbeiten. Und da muss man eben halt ganz individuell schauen, wie viele Stunden könnte das für den Einzelnen bedeuten. Ne? Und nun ist es aber so, dass die Kurzarbeiter, wenn sie ergänzende Leistungen beantragen, dann werden sie von den beiden Jobcentern dann beraten und werden auch Auskunft gegeben. Aber eigentlich haben die Jobcenter insofern bei den KUK-Ergänzern nur die Beratung, also die Vermittlung und nicht unbedingt die Anrechnung der Hinzuverdienstgrenzen da im Auge, sondern das müsste der Betrieb machen, um genau dem Arbeitnehmer, dem KUK-Arbeitnehmer auszurechnen, also was darfst du denn hinzuverdienen? Also so würde das eigentlich in der Praxis dann ablaufen.
Aber ist das denn in dieser jetzigen Situation auch zielführend, wenn man sagt, also da sind ja sicherlich viele Arbeitnehmer bei, die sagen, ich habe eigentlich mehr Zeit und ich könnte auch mehr arbeiten da, aber es lohnt sich ja für mich nicht, wenn ich es dann abgezogen bekomme. Warum lockert man da jetzt nicht die Bestimmung und sagt, der darf auch ein bisschen mehr verdienen, wenn er sich da zur Verfügung stellt? Herr Mittelberg, da ist die Politik vielleicht auch gefordert. Ja, haben wir aber gelockert, denn ja, bisher gab es ja die Regelung, also es wurde im Grunde alles angerechnet oder großteils alles, ja, angerechnet. Mhm. Und wir haben ja gerade gelockert, haben gesagt, also jeder darf dazu verdienen, aber irgendwo muss natürlich auch eine Grenze sein und das ist die Grenze des bisherigen Lohnes. Also er soll sich ja nicht besser stellen dadurch, das muss man ja auch am Ende sehen. Sonst ist er ja geradezu, ich sage das mal, erpicht darauf, dass er weiter in Kurzarbeit sein kann, weil er parallel sonst wo noch arbeiten kann. Also da muss man auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Von daher ist das, so wie es jetzt geregelt ist, glaube ich, gut. Und wenn man dann Leute hat, die verlieren immerhin 40% ihres Netto, also die werden auf 60% ihres Netto fallen die zurück. Und um dann 40% des Netto zu verdienen, muss ich schon noch ein paar Stunden arbeiten. Also das ist dann keine volle Stelle, aber so ungefähr eine halbe Stelle bei Habichhorst, würde ich mal sagen, ist das dann schon. Also der könnte hier dann, ich sag mal, 3 Tage in der Woche volle Pulle, das teilt er sich dann mit einem anderen Kurzarbeiter und dann sind die beide eben wie einer tätig. Also wie gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen auch über andere Lösungen nachdenken. Wir kriegen jetzt nicht die Traumlösung als Ersatz für die vorherige Lösung. Das wird es nicht geben, sondern wir müssen ein bisschen alle uns miteinander bewegen und auch wenn wir an Leute denken, die kein Auto haben, vielleicht kann man dann sowas wie einen Abholservice organisieren. Es gibt ja viele, die im Moment Busunternehmer sind, die nichts zu tun haben, wo keine Reisebusse fahren. Da kann man, freut der eine oder andere sich über so einen Auftrag und holt dann morgens 20 Leute ab und bringt die eben zu ihrem Arbeitsplatz und fährt die nachmittags wieder nach Hause. Also ich finde, wenn alle sich Mühe geben, die Unternehmer, die Vermittler, die Politik und die Beteiligten natürlich selber, dann müsste es gehen. Unkonventionelle Lösungen, Herr Elmers, ne? Das genau. Ist das Stichwort. Würde ich unterstreichen. Also eine pragmatische Lösung ist da sicherlich im Moment angezeigt. Wenn ich zurückblicke, Herr Habichhorst sagte es ja gerade auch schon, viele kommen jedes Jahr wieder. Bisher gab es ja auch diesen Arbeitsmarkt für uns gar nicht mehr. Das heißt, letztlich kamen die Trupps hier zum Ernten und den Landwirten war geholfen. Jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt haben wir eine Situation, die sicherlich keiner gewünscht hat und da müssen wir flexibel reagieren und das wäre auch mein Appell da einfach, der Wunsch auch an die Landwirte zu sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht mal auch was in Kauf, was ich sonst nicht in Kauf nehmen muss und vielleicht nehme ich flexible Arbeitszeitmodelle oder muss eben mehr Leute anstellen, die weniger arbeiten können oder ja, gebe auch jemandem eine Chance, dem ich sonst vielleicht jetzt nicht die Chance geben würde und auch wir haben ja bisher bei den Geflüchteten nicht das Ziel verfolgt, sie als Erntehelfer zu vermitteln. Wir sind natürlich an einer langfristigen Integration interessiert, sodass das ja dieser Arbeitsmarkt im Prinzip für uns ja gar nicht da war. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit ist das eine Möglichkeit, auch hier den Menschen eine Chance zu geben. Und da würde ich mir wünschen, dass man dann auch das zumindest versucht und vielleicht mal so einen Probearbeitstag mit jemandem macht, bevor man dann von Anfang an sagt, nee, der wird wahrscheinlich nicht geeignet sein. Lassen Sie uns nochmal eben über Schüler, Studenten und Rentner sprechen. Was können die hierzu verdienen, ohne irgendwelche Probleme zu kriegen? Ne, die kriegen dann das ganz normale Arbeitsentgelt. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie keinen Arbeitslohn anderweitig hatten. Und ganz normaler Rentner, der Rentner bezieht? Ja, bei Rentnern, da gibt es ja auch bestimmte Hinzuverdienstgrenzen. Das müsste man sich erkundigen, wie hoch die bei dem jeweiligen sind. Und handelt es sich jetzt hier bei einem Studenten, der sonst keine Grundsicherungsleistung sonst irgendwie da in Art bezieht, dann kriegt der sein Arbeitsentgelt, was ihm der Betrieb zahlt. Und das ist wie hoch, Herr Habichhorst, was zahlen Sie? Sagen Sie Zahlen oder von bis, ein Korridor? Nee, das ist, also bei uns ist es so, dass die Saisonarbeitskräfte ihr 9,50 Euro bekommen plus einen Leistungslohn. Das heißt also, es wird geschaut, wie viel Spargel holen wir am Tag von der Fläche runter. Da wird ein Schnitt von genommen und alle, die über den Schnitt sind, bekommen eine Leistungsprämie. Und das würde für alle anderen genauso gelten. Ich kann es nicht umsetzen bei den Deutschen oder bei den Arbeitnehmern, die jetzt dann zusätzlich da reinkommen, dass die für weniger Leistung mehr Geld bekommen, nur weil sie gewohnt sind, mehr Geld zu bekommen. Also das kann ich gegenüber den Saisonarbeitern aus dem Ostblock, die jetzt immer zu uns kommen, nicht verantworten. Also das finde ich dann, das finde ich nicht okay. Mhm. Okay. Sie sagten ja gerade schon, Sie haben einige Anrufe bekommen, die aus eigenen Stücken sich an Sie gewandt haben, nicht? Um möglicherweise hier vorstellig zu werden. Und dann haben wir ja auch noch dieses neue Online-Portal, was Herr Mittelberg ja ansprach, www.daslandhilft.de.
was seit wenigen Tagen im Grunde am Netz ist und überragenden Erfolg hat bisher. Ja, also die letzte Zahl ist 41.599 Inserate von Helfern, die also helfen wollen. Dahinter verbergen sich aber teilweise auch mehr Personen, das sind nicht nur Einzelpersonen. Und es sind 776 Betriebe. Das würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht wenig. Aber also wenn man bundesweit, wir rechnen immer so bundesweit mit dieser Zahl, 300.000 Erntehelfer müssen kommen. Mhm. Das ist aber gerechnet natürlich unter der Prämisse, dass die nur 70 Tage bleiben dürfen und dann müssen sie wieder zurück und dann kommt die nächste Fuhre gewissermaßen an Erntehelfern. Dann kommt man insgesamt so auf eine Zahl von 300.000. Okay. Wenn man jetzt genau fragt und mit dem Bauernverband mal genau durchgeht, was ist jetzt die konkrete Zahl, die ihr für die jetzt anstehende Ernte, also zunächst mal ist jetzt Spargel dran, braucht, dann sagen die einem Zahlen, die deutlich unter 100.000 liegen. Und wenn man jetzt mal sieht, wie viel könnt ihr aus den Quellen, also wie viel sind schon da, es sind ja teilweise Erntehelfer auch schon da, wie Bayern Habichhorst. So, und die verlängern wir jetzt auch nochmal, die dürfen länger bleiben. Und dann guckt man, wie viel kriegt ihr hier aus dem nationalen Arbeitsmarkt raus. Und dann kann man auch noch darüber reden, ob der Teil, der dann noch offen ist, ob man da sagt, jetzt macht man eben sehr zielgerichtet unter sehr strengen gesundheitstechnischen Bedingungen, erlaubt man dann noch zusätzlich Reisen in das Bundesgebiet aus Rumänien beispielsweise. Okay. Frau Fehren, Sie wollten mitmachen. Ja, also in Niedersachsen ist es so, dass die Landwirtschaftsministerin Otte Kinnerst rechnet mit oder einen Bedarf ermittelt hat von 40.000 Saisonarbeitern, die man bis Ende September braucht. Also für die gesamte Saison bis Ende September. Also 40.000 würden für Niedersachsen benötigt werden. Ich ja schon sagte, wir haben also genügend Anrufe. Aber es könnte ja, es kostet ja nichts. Also ich habe mich natürlich auf dem Portal laufe ich drauf rum, sage ich mal. Ich schaue mir das natürlich auch an, wer ist da, wer bewirbt sich da. Und da sieht man dann natürlich auch ganz eindeutig, dass es sehr viele Leute sind, die, ich sag mal, im Bereich 10, 15, 20 Stunden auch nur Arbeit suchen. Mhm. Und da muss man dann wirklich gucken, kann ich das handeln, das Ganze? Für unseren Betrieb macht das alles wohl möglich sein, dass ich aus einem Arbeitsplatz mit drei Arbeitskräften das Ganze bewerkstelligen kann. Aber bei Großbetrieben ist es also fast unmöglich. Wie sollen die auf einmal, wenn die 100 einen Bedarf von 100 Leuten haben, dann müssen die mit 300, 400 dieser Arbeitskräfte arbeiten, nur um die Stunden zusammenzukriegen. Das wird nicht funktionieren. Das ist fast nicht möglich. Mhm. Gut, also muss nur, also es ist ja auch eine Situation, die jetzt schildert, nur mit diesen Arbeitskräften, mit diesen Zusatzarbeitskräften zu arbeiten. Das wird sicherlich sowieso nicht passieren, denke ich mal. Aber es ist auf jeden Fall unabhängig davon eine gute Lösung. Und man kann sich informieren und man findet sicherlich auch den einen oder anderen, der was machen möchte. Nur wie ich das für uns, unseren Betrieb schon gesagt habe, wir haben also wirklich ausreichend Leute, die sich hier bei uns melden und hier arbeiten wollen. Mhm. Gut, und da würden Sie eben weiter appellieren, ruft an, wer Interesse hat, Sie haben immer ein offenes Ohr und man schaut. Sowieso. Vielleicht lassen Sie uns abschließend noch mal kurz über die von Herrn Mittelbeck eingangs angesprochene Geschichte mit der 70-Tage-Regelung, die jetzt ausgeweitet wurde auf 115 Tage. Vielleicht Herr Mittelbeck, ist jetzt schon wieder ein paar Minuten her, sagen Sie noch mal kurz, worum geht es da konkret? Ja, also die Saisonarbeit ist ja gewissermaßen, ja, wie soll man das sagen, keine reguläre Arbeit in dem Sinn. Sie ist ja auch sozialversicherungsfrei. Und deswegen sagen wir, weil das ein besonderes Instrument ist, wollen wir das aber auch befristen. Also es soll nicht zum Missbrauch gewissermaßen führen, dass man so Dauerarbeitskräfte einsetzt und das an der Sozialversicherung vorbei. Das ist der eigentlich kluge Gedanke, der dahinter steht. Nun haben wir aber eine besondere Krisensituation, wo man halt mal eine Ausnahme machen muss. Und jetzt sagen wir, Saisonarbeiter können in dieser Konstellation länger arbeiten und länger hier in Deutschland bleiben, was ja auch Sinn macht, dass wir jetzt nicht mitten in der Saison quasi auswechseln. Dann fährt die eine Gruppe quasi wieder zurück und es kommen komplett neue Saisonarbeiter, sondern wir sagen jetzt, die da sind, müssen länger arbeiten können. Das ist für die Betriebe, glaube ich, ganz gut. Das ist für die Beteiligten auch gut. Die müssen nicht zurück in ihr Heimatland, müssen da womöglich in Quarantäne noch in Corona-Zeiten. Also das ist für alle Beteiligten jetzt im Moment, glaube ich, eine gute Lösung, dass jeder einfach mal an dem Standort bleiben kann, an dem er jetzt ist. Einfach unter Gesichtspunkten auch des Infektionsschutzes. Und es ist natürlich unter Gesichtspunkten auch der Erntesicherung auch eine vernünftige Geschichte, dass die Betriebe jetzt mit den Leuten, die schon da sind, ein Teil der Erntehelfer ist ja schon da, dass die mit denen einfach planen können.
Und dass, wenn wir jetzt es zulassen, sag mal in dosierter, gesundheitlich abgesicherter Form, dass noch zusätzliche Kräfte kommen, dass die dann auch nicht damit rechnen müssen, wir müssen nach 70 Tagen wieder zurück, sondern die können dann eben auch einen längeren Zeitraum hier bleiben. Also das Ganze dient dazu, um eine gewisse Planungssicherheit jetzt herzustellen, damit die Betriebe planen können und auch um, ich sag mal, vor Infekten und anderen Dingen jetzt auch wirklich zu schützen und zu sichern. Also das ist, glaube ich, jetzt mal in dieser Situation eine vernünftige Regelung, die auch in der Koalition mit CDU und SPD und allen sehr schnell und einfach zu erzielen war. Sonst hätte man wahrscheinlich über sowas politische Meinungsverschiedenheiten gehabt. Hier sind wir uns sehr schnell einig geworden. Okay. Und ist hilfreich, ja, habe ich auch. Ne? Kann durchaus hilfreich sein, also ich begrüße das auch. Man muss natürlich auch bedenken, dass die Saisonarbeitskräfte nach 3-4 Monaten Abwesenheit von zu Hause auch ganz gerne mal wieder nach Hause wollen. Also irgendwann ist die Luft auch da raus. Nur hilft uns das tatsächlich durchaus, diese 115-Tage-Regelung für den Moment, wenn das so ist, dass wir weniger unserer Stammkräfte bekommen und diese Stammkräfte länger einsetzen können. Gut, ich glaube, dann haben wir das Thema zumindest umrissen, haben Denkanstöße möglicherweise gegeben in verschiedene Richtungen und wir müssen den Appell aufnehmen, was Herr Mittelberg sagte, wir müssen jetzt alle mal vielleicht der eine oder andere Abstriche machen und gemeinsam dieses Thema anpacken und auch mit Kompromissen leben in dieser Corona-Zeit. Das ist sicherlich so. Vielleicht mal abschließend, Frau Fern, Herr Helmers, Herr Mittelberg, arbeiten Sie eigentlich im Moment auch im Homeoffice oder ist das bei Ihnen noch alles? Also ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet im Homeoffice, aber ich persönlich bin vor Ort, habe ja auch ein Einzelzimmer. Genau, kann nichts passieren. Bei mir ist ebenso, die Kolleginnen und Kollegen sind schon weitmöglich auseinandergesetzt oder sind im Homeoffice, aber mein Büro ist auch groß genug und da sitze ich auch alleine momentan. Und Herr Mittelberg? Ich arbeite viel im Homeoffice, viel mit Telefonkonferenzen, bin aber auch allgemein fast den ganzen Tag am Telefonieren, weil eben auch wahnsinnig viele Leute jetzt in besonderen Situationen sind und Probleme haben. Und ja, da muss man jetzt einfach irgendwie helfen oder auch zusammenstehen. Das ist wirklich wichtig. Gut, und da habe ich gehört, wir sind in Ihrem Homeoffice hier. Abschließend vielleicht, was wäre jetzt Ihr Wunsch aus unternehmerischer Sicht, wenn Sie sich wünschen könnten? Wie sollte es weitergehen? Klar, möglichst alles sofort, aber vielleicht noch dieser eine Aspekt, wenn Sie sagen, so, wenn diese ganze Situation noch bis Mai, Juni oder so anhält, dann wird es für uns hier sehr eng, kann man sowas sagen? So. Kann man definitiv sagen. Also wenn die Situation länger als bis Mitte Mai oder Ende Mai anhält, wird das für viele wirklich sehr eng. Und gerade so für unseren Betrieb hier, wo wir gastronomisch stark auch noch aufgestellt sind, ist es schon sehr problematisch, so wie die Situation sich im Moment darstellt. Da ist es natürlich gut, wenn das so kommen würde, wie Herr Mittelberg das angesprochen hat, dass man zumindest, ich sag mal, einen Teil der Gastronomie wieder aufmachen könnte und mit entsprechenden Abständen das Ganze dann regelt. Würde auf jeden Fall das Loch ein bisschen kleiner machen, in das man fällt. Mhm. Gut. Ja, meine Damen und Herren, die Gastronomie, der Restaurantbereich, das ist vielleicht sogar noch ein Thema, was wir in den nächsten Tagen nochmal separat mit weiteren Experten an dieser Stelle in diesem Format behandeln sollten. Ich hoffe, wir haben ein bisschen weitergeholfen, waren hier vor Ort unter den gegebenen Sicherheitsabständen. Glaube ich, dass auch aus Infektionsschutzsicht Herr Mittelberg hier alles mit dem Live-Talk mit rechten Dingen zuging. Sie können, wenn Sie jetzt nicht alles mitbekommen haben oder die eine oder andere Stelle nochmal nachhören wollen, natürlich diesen Talk anschließend bei uns auf noz.de nochmal in voller Gänze sich anschauen. Und gucken Sie weiter auf noz.de natürlich. Wir werden jeden Tag mit aktuellen Themen rund um das Coronavirus, auch mit Live-Talks, mit Experten für Sie da sein. Für heute war es das erstmal. Bleiben Sie gesund und tschüss.